Herzlich willkommen in der Sternstunde Religion. Der Pfarrer Wendelin Bucheli hat im letzten Oktober ein homosexuelles Paar gesegnet. Der Fall Bürgle hat hohe Wellen geworfen. Was ist denn an der Segnung eines homosexuellen Paar so schlimm? Und wo ist eigentlich das Problem? Dazu nimmt Martin Grichting Stellung. Er ist der Generalvikar vom Bistum Chur, der Stellvertreter vom Bischof Vitus Huander. Herr Grichting, man hat nichts mehr gehört von dem Bischof Vitus Huander, Charles Morero, auch nichts mehr gehört vom Pfarrer Wendelin Bucheli. Gibt es etwas Neues? Ja, es sind verschiedene Gespräche jetzt im Gang und man hat eben da Vertraulichkeit versprochen und darum ja, hat man jetzt auch nichts mehr gehört in letzter Zeit. Und ich kann jetzt zum Fall selber natürlich jetzt auch nichts sagen da. Tönt aber nach einer gütlichen Einigung? Ja, ich persönlich habe immer gesagt, es wäre gut, wenn es nicht so richtig röschend geht. Aber eben, es sind jetzt Gespräche im Gang, muss jetzt mal schauen, was da rauskommt. Und Bischof Vitus Huander, das ist mein letzter Stand, hat der Pfarrer gebeten, er soll seine Demission einreichen, aber das hat er bis heute nicht gemacht, oder? Nein, es sind jetzt verschiedene Gespräche im Gang, muss man schauen, was da rauskommt. Ja. Das Thema Segnung von homosexuellen Paaren. Sie sind für Ihren Bischof, den Vitus Huander, da. Warum kommt er eigentlich nicht selber in die Sendung? Ja, es war in den letzten Jahren so mehrfach, dass er eigentlich Themen aufgegriffen hat, die eigentlich völlig normale weltkirchliche Themen sind, oder? Die überall gelten auf der ganzen Welt. Aber dann ist in den Medien irgendwie so der Eindruck entstanden, er hätte da etwas Neues gesagt. Und es ist dann immer so auf ihn personalisiert worden, obwohl es eigentlich ja einfach Sachthemen sind, die überall eigentlich gelten, oder? Und er will jetzt die Personalisierung, die das stattgefunden hat, noch betonen. Und darum bin ich jetzt heute da. Gerne. Wir nehmen gerade mal einen Ausschnitt aus der Sendung Giacomo Müller, wo Sie sind vor kurzem und auch zu dem Thema Segnung von homosexuellen Paaren etwas gesagt haben. Das schauen wir uns miteinander an. Jetzt möchte ich Sie fragen, was ist denn so schlecht, wenn ein Priester, sagen wir jetzt mal, rein hypothetisch, zwei Lesben segnet? Ja, eben, das ist natürlich das Problem, oder, wo ich auch nicht viel dazu sagen kann. Nicht das Einzelproblem, aber so Problem Lesben oder Homosexuelle, ja, können Sie ja, ja sagen. Ja, ja. Ja, es ist einfach so, oder? Grundsätzlich, oder? Wir sind uns schon bewusst, oder? In dieser Gesellschaft ist jetzt irgendwie die Definition von Familie ist eine andere geworden, oder? Also heute, das hat man heute bei der Abstimmung gesehen. Eben, genau. Heute ist Familie, das sind die Leute, die aus dem gleichen Kühlschrank essen, oder? Das ist so die Definition von einer Familie. Und das, und jetzt also wir, das wir haben jetzt einfach noch schon. Eben, jetzt muss ich. Ah. Es ist eben so, oder? Wir haben ja noch das Buch da, also die Bibel. Oder? Ja. Kennt ihr auch? Schon gelesen, ja. Ich finde den Schluss nicht so interessant. Ja, ich kann jetzt vom Anfang reden. Am Anfang, wenn man dort liest, oder, dann steht eben nicht Adam und Adam, oder? Sondern es heisst dort Adam und Eva. Oder? Und das ist der Grund, warum wir eben sagen, der Kern der Familie ist ein Mann und eine Frau. Ja. Oder? Ja, das ist jetzt die humorvolle Variante gsi, sie schmunzelt. Aber jetzt im Ernst, was ist die Begründung? Ja, der Grund ist eigentlich der, dass es ist einfach, die katholische Kirche hat einen Grundsatz, wo da wesentlich ist. Und das ist einfach der, dass wir gelebte Sexualität im Sinne von auch von der geschlechtlichen Vereinigung ist für uns nur okay, ist für die Kirche, das ist auch schon vom Judentum her natürlich so, in einer Ehe zwischen einem Mann und eine Frau. Das ist eigentlich der Grund, oder, warum eben dann so etwas wie Bürgle schwierig ist. Oder? Weil natürlich, oder, das mit dem Segnen, das man jetzt da ja immer in den Medien also hochgespielt hat, das ist nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, oder, mit dem Segnen. Oder? Sondern eben, es geht darum, wenn natürlich ein Priester dann so ein Amtsträger von der Kirche, so ein Paar eben, sagen wir, segnet, oder, dann tut er irgendwie den Eindruck weg, wie wenn die Kirche würde so ein gleichgeschlechtliches Zusammenleben gut heissen. Oder? Und das tut sie eben nicht, oder? Weil sie sagt, Sexualität ist in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau legitim und nur dort. Oder? Das ist eigentlich der Grund. Also, um das geht es letztlich. Also das heisst, segnen, das haben ja viele dann gefragt, oder? Im Laufe der Kirchengeschichte sind Waffen gesegnet worden, Panzer, Auto, was weiß ich. Und jetzt darf man da nicht um ein homosexuelles Paar segnen. Das ist einer nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist die Verwechslungsgefahr mit dem, was die katholische Kirche sagt, die heilige Ehe. Ja, also eben, Segnen ist da nur der Mittel zum Zweck und die ganze Segensdiskussion hat dann eher ein bisschen weggeführt von der Frage. Es geht effektiv darum, dass mit dem Mittel einfach man versucht hat, etwas zu legitimieren seitens einem Amtsträger von der Kirche, wo einfach nicht kann legitimiert werden von Seiten der Kirche. Das ist der Punkt. Ja, weil eben die Ehe ist tatsächlich eine Ehe zwischen Mann und Frau. Wenn jetzt ein Paar zu Ihnen kommt, ein homosexuelles Paar, Sie sind ja auch, Sie sind Kirchenrechtler. Sie haben aber auch lange in der Pfarrei geschafft, als Pfarrer geschafft. Wenn ein Paar zu Ihnen kommt, das lesbisch ist oder schwul, was sagen Sie dann?
Ja, man müsste einfach in die Lehre der Kirche eigentlich sagen, oder? Und die Kirche sagt einfach, dass alle, die nicht in einer Ehe zwischen Mann und Frau leben, dass die zur Enthaltsamkeit aufgerufen sind. Das gilt nicht nur jetzt für Gleichgeschlechtliche, das gilt auch für Leute, die nicht verheiratet sind. Das gilt natürlich in dem Sinne auch, es ist auch nicht möglich aufgrund der Lehre der Kirche, dass es Polygamie gibt oder solche Sachen, oder? Und man versucht dann diesen Menschen eigentlich zu helfen. Seelsorge würde für diese Menschen eigentlich heissen, dass man ihnen hilft. Ja, dass sie halt versuchen, enthaltsam zu leben und dass sie, wenn sie nicht können, die Sprache von ihrem Leib, die eben auf das Komplementäre von Mann und Frau ausgerichtet ist, wenn sie das nicht können leben, aus irgendeinem Grund, dass sie dann halt sollen sich dem enthalten und im Leben vielleicht andere Sachen suchen, wo sie sich einbringen können, wo sie in der Gesellschaft nützlich sein können. Oder meine, homosexuelle Menschen, das weiss man ja aus der Geschichte, oder, haben sehr, sehr viele Qualitäten auch, haben sehr viel beigetragen auch, haben Grossartiges geleistet in verschiedensten Bereichen, auch Kultur, Politik, Wissenschaft, und so. Also, dass man versucht, in diese Richtung zu gehen. Aber ich müsste dem Paar auch sagen, es tut uns leid. Also die Lehre der Kirche ist einfach die, dass halt, es gibt einfach die zwischen Mann und Frau. Und ihr müsst versuchen, auf eine andere Ebene irgendwie euch einzubringen. In der Kirche auch in der Gesellschaft. Oder? Wenn Sie sich jetzt mal hineinbegeben, die solche Betroffenen, die homosexuell sind. Ich meine, über die zwei Frauen, die das betrifft, hat man eigentlich wenig geredet. Die haben sich ja an die Kirche gewendet und haben um den Segen gebeten. Für Betroffene, die jetzt, ich sage, religiös sind und ihre Homosexualität aber möchten leben und das möchten verbinden, das ist doch unmöglich, was sie jetzt schildern. Ja, also wir verstehen schon, das ist für viele Menschen oder für einige von denen wirklich eine Prüfung, oder, dass sie erleben, dass, was die Kirche sagt oder was natürlich letztlich die Lehre der Kirche ist und dass sie, dass sie so nicht angenommen werden. Das ist für die schon eine Prüfung. Das ist uns schon bewusst, oder? Also, wenn man so eine Neigung an sich entdeckt. Oder? Aber wir sagen einfach, solche Menschen muss man helfen, die muss man betreuen, denen muss man auch Seelsorge geben, oder? Aber man muss sie dazu bringen, dass sie auch mit dem sich versöhnen und lernen, irgendwie vielleicht in einer Art und Weise zu leben, wie es eben mit dem Gebot Gottes im Einklang steht. Oder das wäre eigentlich Seelsorge, oder? Wie sieht denn die Seelsorge konkret aus also, für solche Menschen? Ja gut, jetzt mal, wie soll ich sagen, sie sind, also solange sie sich irgendwie, sagen wir, diesen sexuellen Akt enthalten, wo wir jetzt einfach sagen, die sind gegen Gebot, sind sie ganz normale Gläubige auch. Also auch homosexuell empfindende Menschen sind natürlich Teil von der Kirche. Sie haben Anrecht auf Seelsorge, sie haben Anrecht auf den Empfang von der Sakrament, sie können am Aufbau von der Kirche mitwirken, sie haben die gleiche Berufung wie alle anderen auch, oder? Natürlich dort, wo jemand sagt, er kommt nicht weiter, jetzt sagen wir, jetzt, weil er halt doch mit jemandem zusammenlebt, dann muss man schauen, in welcher Form. Er kann dann wahrscheinlich nicht zu den Sakramenten gehen, das ist klar, oder? Aber auch für diese Menschen gibt es Möglichkeiten, mitzuleben in der Kirche. Sie können an der Messe teilnehmen. Sie haben Anspruch auf Seelsorge. Und gerade solche Menschen haben ja Anspruch auf Begleitung. Oder weil man muss eigentlich sagen, wenn man jetzt denen einfach sagen würde, also ihr lebt zwar gegen das Gebot, aber das ist eigentlich gleich und ihr könnt einfach mitmachen, dann könnte man auch sagen, das ist eigentlich auch eine Form von, vielleicht von, ja, Missachtung von diesen Menschen. Aber wie soll es konkret gehen, die Enthaltsamkeit? Also, es ist akzeptiert, aber ich soll enthaltsam leben. Wenn Sie mir jetzt das würden sagen, ich wäre verliebt in eine Frau, das würde Ihnen doch einleuchten, dass das völlig unmöglich ist. Wie soll ich denn mit ihr zusammenleben und enthaltsam sein? Ja, ich glaube, wir glauben schon daran, dass der Mensch auch Schritt machen kann. Oder? Und gerade zum Beispiel der zölibatäre Priester oder auch der Ordensmann, Ordensfrau leben ja eigentlich auch in dieser Welt. Oder? Und es ist in dem Sinn, man kann es auch als einen Akt von der Solidarität mit solchen Menschen verstehen, Zölibat, Ehelosigkeit. Wenn man damit auch sagt, ich kann in dem Leben leben als vollwertiger Mensch, ich kann mich sehr gut einbringen in die Kirche, in die Gesellschaft, auch ohne, dass ich jetzt diese Sexualität auslebe. Also in dem Sinn, glaube ich, ist das auch eine Stützung von diesen Menschen. Sie sagen die Lehre von der Kirche. Was ist das genau für eine Lehre? Also man muss vielleicht da ein bisschen ausholen, oder? Man muss schon sagen, oder? Also das Christentum ist eigentlich eine sehr liebfreundliche Religion. Für uns ist eben der Mensch einfach Geist, Wille und Freiheit, der dann noch irgendeinen Körper hat, unten dran, der eigentlich gar nicht menschlich und personell ist, sondern unten dran ist, sozusagen. Sondern der Mensch ist geschaffen als ein Wesen aus Liebe und Seele. Oder? Und damit soll er auch nach dieser Sprache, die eben seinen Leib hat, soll er auch versuchen eben, zu leben. Das widerspricht ja dem, was Sie vorher gesagt haben. Wieso meinen Sie? Dass man es eben dann nicht leben soll. Ja doch, eben, die Sprache vom Leib ist eben die komplementäre Sprache zwischen Mann und Frau, oder? Weil die ist auch die, die nachher wiederum Leben weitergibt, die fähig ist, Leben zu zeugen, oder? Und wenn jetzt ein Mann, sagen wir, eben homosexuell empfindet, ist er natürlich nicht fähig, irgendwie aufgrund von seinen Neigungen, die Sprache von seinem Leib zu leben, oder? Aber ist es nicht die Sicht von einem Kirchenrechtler, der sagt, gut, jetzt ist es mal so, das Gesetz, und
Sie reden von der Lehre von der Kirche. Das ist doch wandelbar. Ich meine, Dogmatik zum Beispiel hat doch die Aufgabe, Moraltheologie, die Fragen in die jeweilige Zeit zu übersetzen. Und das wandelt sich doch. Also ich habe jetzt noch keinen einzigen Kanon zitiert. Also es geht eigentlich auch gar nicht so sehr um Moral da, sondern es geht eben wirklich um Anthropologie, es geht um Theologie eigentlich. Was ist der Mensch, oder? Ist der Mensch eben, oder? Das ist ja dann auch vielleicht, wenn man auf Gender-Theorie sprechen, können wir ja dort auch fragen, oder? Was ist eigentlich der Mensch, oder? Ist der Mensch einfach nur Freiheit, nur Geist, oder ist er eben auch Leib, oder? Und wir sagen, er ist eben ein Geschöpf, ist er eben beides, er ist Geist. Und er ist lieb und er soll gemäss dieser Einheit leben, oder? Und das ist eigentlich unser Fokus, um das geht. Das Verhältnis zu den Homosexuellen ist natürlich auch Thema bei der Familiensynode, jetzt von der grossen, gesamten katholischen Kirche. Es hat eine Vorsynode gegeben, da hat es jetzt in der Zweidrittelabstimmung Zugang auf die Homosexuellen nicht durchgekommen. Ja. Es gibt aber die eigentliche Synode jetzt im Oktober. Wenn sich das dort ändern, man sagt, es ist noch in Diskussion, dann würden Sie sozusagen links überholt von Ihrer Kirche. Was würden Sie denn machen? Also die Lehre der Kirche in diesen Fragen kann sich gar nicht ändern. Das ist unmöglich. Also, dass homosexuelle Akte plötzlich gut wären. Warum sollte das nicht können? Zum Beispiel der Umgang mit Menschen, die Suizid begehen, hat sich doch auch verändert im Laufe der Kirche. Also, man muss unterscheiden. Es gibt natürlich in der Kirche Wandelbares und Unwandelbares. Mhm. Also, ob man am Freitag fastet oder nicht, ist jetzt gehört sicher im Bereich des Wandelbaren. Oder? Aber in diesen Fragen muss man eben sagen, unterscheidet sich halt die Kirche schon. Das ist vielleicht auch das, was ich immer wieder ein bisschen schade finde, auch in der Wahrnehmung von unserer Gesellschaft. Oder? Die Kirche wird einfach auch als ein Player wahrgenommen, wie Parteien, Konzerne. Und die versuchen natürlich immer, ihre Produkte oder ihre Programme nach der Mehrheitsfähigkeit auszurichten. Oder? Das ist ja legitim. Also, ich kann mich erinnern, als ich ins Gymi bin vor 30 Jahren, da ist das Waldsterben gekommen, oder? Und da sind alle Parteien grün geworden. Und das ist ja gut, oder? Dürfen die ja machen. Oder? Die Kirche hat eben ein anderes Verständnis. Oder? Also, bei uns die Lehre der Kirche entwickelt sich eigentlich eher so wie ein Mensch, kann man sagen. Oder wir sagen, mit Jesus Christus ist die Offenbarung abgeschlossen. Kann ich nachvollziehen, dann, was Sie gesagt haben über die Ehe zum Beispiel. Aber eben, es gibt andere Fragen, das muss man klar sagen. An vielen moraltheologischen Stühlen, Ethiklehrstühlen an den katholischen Fakultäten wird das ganz anders und offener diskutiert. Ja gut, diskutiert wird vieles, aber letztlich die Grundpunkte von der Lehre von der Kirche, die sind fix. Und eben, die sind wie die Gene von einem Menschen, die ändern sich durch das ganze Leben nicht, oder? Also Sie als Baby heute und die 20 Jahre, Sie sind der gleiche, auch wenn Sie sich natürlich weiterentwickelt haben. Oder? Und so ist es auch bei diesen grundlegenden Fragen von der Lehre von der Kirche. Die kann man besser verstehen, man kann die Lehre besser verstehen. Die Kirche eben begegnet alle möglichen Kulturen und Religionen und Weltanschauungen in diesen 2000 Jahren. Und es geht ja noch weiter. Oder? Aber sie bleibt doch die gleiche in ihren Kernaussagen. Oder? Und das ist natürlich eine, wo ja von Anfang an, ich meine, das Thema Homosexualität ist damals in der Zeit vom ersten Jahrhundert ist das absolut ein wichtiges Thema gewesen, oder? Weil in der griechisch-römischen Welt ist Homosexualität absolut akzeptiert gewesen, oder? Und Christen haben sich dort schon mit dieser Frage auseinandergesetzt. Das ist in dem Sinne eigentlich nichts Neues. Oder? Gender. Der Bischof Vitus Horner hat am Tag der Menschheit im Dezember 2013 ein Papier herausgegeben, Gender, die tiefe Unwahrheit einer Theorie. Was ist das Problem an dem Gender oder Genderismus, wie er das nennt? Also dort, muss man sagen, hat er sich stark auf den Papst Benedikt auch gestützt. Dann haben auch etwa 10 Bischofskonferenzen, haben das jetzt inzwischen auch in dem Sinne noch viel schärfer als er gesagt. Und auch der Papst Franziskus hat ja jetzt gesagt, das ist eine Art ideologische Kolonisierung. Oder? Also es ist auch wieder da eigentlich falsch, jetzt das auf den Bischof Kurz zu personalisieren. Er hat da eigentlich das gesagt, was die anderen auch sagen. Oder? Also man muss einfach sagen, grundsätzlich, eben, wir kommen da wieder zur Anthropologie oder Gender-Theorie, man kann es auch sagen, es ist eine Philosophie. Das ist eigentlich letztlich eine wieder christliche Philosophie, muss man sagen. Also das ist eigentlich im Prinzip ist das eine Spielart, wenn man das ideengeschichtlich anschauen würde, die gnostische Sichtweise vom Mensch, wo er sagt, der Mensch ist Geist, der Mensch ist Wille, aber er ist nicht Körper. Der Körper ist so wie das Objekt vom Geist, wo der Mensch dann eben sozusagen gestaltet. Eben darum sagen die ja auch, man kann das Geschlecht sich selber aussuchen, man kann seine geschlechtliche Orientierung aussuchen. Das ist der gefährliche Punkt. Das ist der Punkt, weil das Christentum eben sagt, der Mensch ist Leib und Seele in einem
Und sein Körper ist nicht nur eine Gabe, sondern auch eine Aufgabe. Und er soll gemäss der Sprache, die der Schöpfer als Mann und Frau in Leib geleitet hat, nach der soll er leben. Und das wird eben geleugnet von der Gender-Ideologie. Also es ist nicht nur eine ethische Frage oder so, eine moral-theologische Gut und Böse, sondern es ist eben eigentlich wirklich eine Grundfrage von der Anthropologie, von der Theologie. Letztlich. Jetzt hat sich ja der gesellschaftliche Diskurs massiv gewandelt. Also das Verhältnis und die Sicht auf die Homosexualität, Sie haben es auch geschildert, hat sich verändert. Es hat sicher eine Öffnung gegeben. Wenn Sie den Eindruck so in 20, 30 Jahren, wäre es durchaus denkbar, dass auch die katholische Kirche sich da bewegt? Nein, ich glaube, in diesen Grundfragen nicht. Ich glaube, man sieht auch bei der Bischofssynode, jetzt, was es dort geht. Oder? Zum Beispiel eine Frage, das ist noch interessant, Sie haben ja die Frage schon angesprochen, oder die erste Teil der Synode. Dort war eine Frage, zum Beispiel, wie geht man um, wie tut man Kindern helfen, die in so einem gleichgeschlechtlichen Paar jetzt aufwachsen oder mit dem. Oder? Kann man das taufen und nicht? Also, es geht eigentlich um solche Fragen. Oder? Also, für uns ist halt immer die gesellschaftliche Realität, wie sie ist. Die sollten wir kennen als Kirche, das ist wichtig, oder? Aber sie ist für uns nicht sozusagen normativ, oder? Wir müssen sie kennen, damit wir unsere Lehre verkünden können. Aber sie ist nicht sozusagen für uns eine Erkenntnisquelle, sozusagen, was wir dann lernen sollen. Oder? Und darum muss man eben versuchen, jetzt wieder in so einer Gesellschaft zu schauen, wie kann man diesen Menschen helfen? Wie kann man jetzt auch diesen zusammenlebenden Paar, wie könnte die Kirche sein? Sie hat mich einfach dem gefragt. Das ist eigentlich auch der Fokus von der Synode. Das ist deutlich geworden, dass Sie damit auch keine Verurteilung meinen mit ihrer Nein. Sicht. Wir werden sehen, was die Synode bringt im Herbst. Martin Glechting, ja. Besten Dank. Hier sehen Sie jetzt einen Film über den ehemaligen amerikanischen Bischof Gene Robinson aus einer Kirche der anglikanischen Gemeinschaft. Er ist offen zu seiner homosexuellen Beziehung und Partnerschaft gestanden.